Hi, mein Name ist Bianca Angela Maria. Herzlich willkommen auf meinem geliebten Bücherblog. Und wie schon letzte Woche angekündigt, diese Woche mit einem eher körperlichen Thema, und zwar, was der Körper einem so als Therapeut alles mitteilen kann. Und da geht es nicht nur um die Körpersprache, sondern nein, es geht schon mal ganz grundsätzlich um die Körperform, um die Silhouette und auch um Hände und Füße. Dazu habe ich zwei Bücher gefunden von einem Autor, Rüdiger Dahlke, und zwar einmal Der Körper als Spiegel der Seele und einmal Die Spuren der Seele, was Hand und Fuß uns über uns verraten. Und ich kann dir sagen, mir als Therapeutin helfen diese beiden Exemplare sehr, weil es noch leichter wird für mich, mein Gegenüber zu lesen. Ein Beispiel, wenn ein etwas festerer Mann zu mir in die Praxis kommt und der einen sogenannten Kotbauch hat, also so einen Blähbauch hat, und das kannst du ja dann sehr offensichtlich auf den ersten Blick sehen, dann weiß ich jetzt, dass dieser Mann sehr viel Kot in seinem Bauch mit sich herumträgt, sehr viel Altlast, und das hat sich ja dann irgendwo manifestiert. Oftmals, fast immer ist es auch so, dass das Pendant dazu, das Gehirn, ebenso voller Altlast ist, aller alter Gedanken und Glaubensstrukturen. Und dann weiß ich schon ganz genau, also da ist Größeres notwendig und da muss ich in die Vollen gehen und natürlich auch über den Körper eine Reinigung mit empfehlen, damit auch wirklich alles aus dem Körper herauskommt und auch nicht nur der Geist sich klären kann, sondern der Körper sich ebenfalls klären kann. Falls du dazu auch Interesse hast, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht über Facebook oder schreibe mir persönlich über meine Homepage. Da helfe ich dir natürlich auch gerne weiter, beziehungsweise wird das auch mal noch ein separates Video. Genau. Dann ein anderes Thema, Hände und Füße, was du natürlich auch immer sehen kannst in der Therapie, ist die Hand. Füße sehe ich zumindest in der Silhouette, wenn die Damen und Herren sich bei mir auf die Liege liegen, dann habe ich zumindest schon mal einen groben Einblick in die Fußform. Sehr spannend und sehr interessant, wer welche Füße hat und wer welche Hände hat. Also wenn du da ein bisschen sensibel bist und ein bisschen drauf schaust, dann kannst du schon sehr, sehr viel aus diesen Dingen herauslesen. Also nicht umsonst gibt es ja schon seit Jahrtausenden die Kunst des Handlesens. Das hat ja was zu bedeuten. Und dieses Buch hilft dir einfach ein bisschen, das smarter zu lösen und dir einfach nur mal so zum Beispiel Luft- oder Feuerhand. Ist das eher ein impulsiver Mensch oder eher ein Luftikus? Also solche Dinge kannst du dann ganz recht rauslesen und hilft dir mit Sicherheit auch weiter. Mir hilft es und ich nutze es gerne, deshalb meine ganz klare Empfehlung. Herzlichen Dank, Rüdiger, an dieser Stelle für diese wunderbaren Bücher. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann!